Hallo, liebe Zuschauer auf dem Music Store YouTube Channel. Mein Name ist Christian. Ich bin der Mr. Handpan hier im Store und kümmere mich hauptsächlich um die Produktgruppe, um die es heute in unserem Video geht. Das sind Trommeln, Metalltrommeln, die verschieden große Zungen eingraviert haben, eingesägt haben und die dadurch einen Ton erzeugen. Und dieses Video vor knapp einem Jahr ist unglaublich oft angeklickt worden und es sind auch immer wieder Fragen zu diesem Kapitel gekommen, zu dieser Produktgruppe. Und in der heutigen Session hier möchte ich die hoffentlich hinreichend behandeln und beantworten, sodass ihr wisst nach dem Video, welche Tong Drum ist für mich die richtige. Und zwar, diese Tong Drums haben alle verschiedene Töne. Aber es gibt zwei grundlegende Unterschiede. Es gibt Tong Drums, die haben einen diatonischen Tonverlauf und es gibt Tong Drums, die haben einen pentatonischen Tonverlauf. Wird im Produkttext oft mit Pentatonik F oder C benutzt, dann heißt es, okay, es ist eine Pentatonik. Oder Nature Scale, diatonische Reihe, was auch immer, dann ist es eine komplette Tonleiter, über die die Tong Drum verfügt. Eine Tonleiter ist eine Folge von Tönen, die beginnend bei einem Grundton anfängt und dann in einzelnen Schritten bis zum nächsten Grundton hochgeht. Ich möchte euch das an unserer kleinen, an unserer zweitkleinsten Tong Drum möchte ich euch das gerne zeigen. Das ist das Modell in C-Dur. Und das ist diatonisch, das heißt, es ist eine komplette C-Dur-Tonleiter drauf. Und darauf beziehen sich auch die Zahlen, die hier stehen. Auf diesem Instrument stehen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann wieder 1. Und wie die laufen, zeige ich euch jetzt mal ganz langsam. Fangen wir an mit dem ersten Ton. Das ist die Nummer 1 hier unten, das ist ein C. Dann kommt der nächste, die 2, D, E, dann kommt die 4, F, 5, G, 6, A, 7, H, C. Und dann bin ich wieder beim C. Das ist eine sogenannte diatonische Tonleiter, eine C-Dur-Tonleiter. Ihr findet die auf den allermeisten Blockflöten und auf den allermeisten Xylophonen, Metallophonen, Glockenspielen etc. Das heißt, diejenigen von euch, die gerne eine Melodie spielen möchten auf der Tong Drum, die sollten sich bitte für ein diatonisches Modell entscheiden, weil nur dann habe ich alle Töne zur Verfügung, um ein Lied zu spielen. Ja? Also nochmal C-Dur-Tonleiter, dann kann ich das Lied vom Weihnachtsmann spielen. Und dann geht's weiter. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Auf dem kleinen Teilchen kann ich also schon richtig Musik machen. Gehen wir weiter im Text mit unserer allerkleinsten. Und die allerkleinste dient uns dazu, das Prinzip der Pentatonik kurz zu erklären. Das heißt, wenn aus dieser Dur-Tonleiter, aus dieser diatonischen, fünf Töne rausgepickt werden, dann habe ich eine Pentatonik. Die klingt bei dem Kleinen hier. Das ist eine C-Dur-Pentatonik. Es sind fünf Töne aus der C-Dur-Tonleiter, aber eben nicht alle. Das heißt, mit diesem kleinen Teil kann ich zwar Jacke-Effekte machen, wie gesagt, Meditation für die Handtasche oder die Westentasche, aber ich kann kein wirkliches Lied damit spielen. Sondern das ist gemeint, wenn man sagt, eine Tong Drum hat meditativen Charakter. Das Schöne an der Pentatonik ist nämlich, egal welche Töne ich spiele, die klingen immer zusammen. Wenn ich mal einen zweiten Schlägel dazu nehme, ihr hört so einen leicht chinesischen Touch. Das liegt einfach daran, dass die Musik aus China sehr oft durch pentatonische Verläufe geprägt ist. Fünf Töne aus einer Tonleiter.
das kann dieses kleine Teilchen hier, kommt immer zusammen mit so ein paar Schlägen und einem schönen Beutel, kann man also einfach mal leicht und gerne so verschenken. Das nächste Modell aus unserer Linie der Fame Handpans ist die C-Dur diatonische. Das ist die kleine rote in 6 Zoll. Die haben wir schon gehabt. Auch die kommt mit 2 solcher Schlägel und dem Beutel dazu. Das ist die 8 Zoll Pentatonik. Und zwar in F. F bedeutet jetzt, dass der Grundton der Tonleiter nicht mehr das C ist, wie bei der kleinen hier, sondern es ist jetzt ein F. Und aufbauend auf diesem F hat diese kleine Tongue Drum eine Pentatonik. Die klingt so. Das ist die Pentatonik dieser Tongue Drum. Und auch hier sind Zahlen drauf, an denen ihr euch orientieren könnt, wenn ihr melodisch mit der Tongue Drum spielen möchtet. Die 1 bedeutet den Grundton, das ist unser F. Und dann kommt aus der Pentatonik, also aus dieser F-Tonleiter, der 1., der 2., der 3., der 5., der 6. und der 8. Dann habe ich wieder meine Pentatonik. 1, 2, 3, 4, 5 und die Oktav 6. Und zusätzlich habe ich noch das nächst tiefere, also eine F-Dur-Pentatonik mit insgesamt 8 Tönen. Also auch hier keine Melodien spielbar, also Liedchen, Weihnachtsliedchen oder so, wird schwierig. Aber sobald ich den 2. Schlägel nehme und benutze, kann ich intuitiv einfach meditativ drauf losspielen. Es klingt nicht falsch. 8 Zoll Pentatonik F. Ab hier werden die Tongue Drums auch ausgeliefert mit einer passenden Tasche. So kommen die dann. Es ist eine Tasche dabei, es sind natürlich auch die 2 Schlägel dabei und es ist nochmal eine extra Reihe Zahlen dabei, dass ihr sehen könnt, oh, wenn ich das und das spielen möchte, dann muss ich den und den, die und die Ziffer anschlagen. Was ich hier spiele, ist unsere 10 Zoll, die Fame 10 Zoll Handpan, und zwar in D-Dur. Die kleine rote war in C-Dur und die etwas größere und dadurch auch etwas voller klingende Tongue Drum ist in D-Dur. Beginnend beim tiefen D. Und hier sind die Zahlen auch angeordnet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wieder auf die 1, unsere Oktav. Und zusätzlich gibt es noch unter dem 1., unter dem D, 7, 6, 5. Das heißt, ich habe zusätzlich noch ein Cis, H und A. Das heißt, ich habe eine komplette D-Dur-Tonleiter plus noch 3 tiefere Töne. Man kann also sagen, ich habe knapp 1,5 Oktaven in D-Dur, auf der ich mit dieser Pan spielen kann, mit dieser Tongue Drum. Und das Schöne ist, das ist jetzt eine Größe, die kann ich schon sowohl mit Schlägeln spielen, ich kann aber auch schon anfangen, mit den Fingern zu spielen. Die Zungen sind groß genug, dass auch Fingertechnik möglich wird. Und wenn ich mit den Fingern, wenn ich mit den Händen direkt spiele, bin ich sehr viel schneller in einem meditativen Spielfluss. Und das möchte ich jetzt gerne als kleinen Hinweis nutzen, um euch zu demonstrieren bzw. anzuzeigen, wie ich eine diatonische Tongue Drum, weil das ist eine diatonische in D-Dur, wie ich die pentatonisch spielen kann. Dann muss ich nämlich im Prinzip
ich habe ja meine Zahlen, an denen ich mich orientieren kann. Ich darf auf dieser Pan nur immer spielen die 1, 2, 3, die 4 nicht, aber die 5 und die 6 und die nächste 1. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und klebe hier was drauf und auf die 7 und auf die 6, so, ich mache das hier zu und dann muss ich auch noch die dazu nehmen. Also alles, was mit 7 ist, was mit 6 ist oder was mit 4 ist, klebe ich zu und dann habe ich eine pentatonische Tongue Drum in D-Dur und kann entspannt, dynamisch, meditativ auf dem Instrument spielen. Das ist das Schöne. Ich kann jede diatonische Tongue Drum zu einer pentatonischen machen, wenn ich die vierte, sechste und siebte Stufe weglasse. Das geht mit einer pentatonischen leider nicht. Wenn jemand von euch eine Tongue Drum sucht, mit der er Liedchen spielen kann, begleiten kann, dann sollte er eben unbedingt ein diatonisches Instrument auswählen. Für die Leute, die sagen, mir geht es hauptsächlich um die Meditation, um das Intuitive, Meditative, dann tut es eine pentatonische ganz wunderbar. Die größte unserer reinen Tongue Drums im Music Store ist auch wieder eine pentatonische. Ihr seht die Zahlen 1, 2, 3, 4 fehlt, 5, 6 und die 1 in C-Dur pentatonisch. Und dazu noch die 5 mit dem Punkt und die 6 mit dem Punkt, geht es wieder noch ein Stückchen tiefer. Die klingt schon richtig voll. Wenn die so lange nachklingt, das nennen wir Sustain. Wenn die nachschwingt. Und umso länger die Tongue Drum nachschwingt, umso meditativer hört sie sich an. Richtig lange stehen, der Ton. Empfehlenswert für alle Leute, die gerne meditativ spielen und die im Hinterkopf vielleicht haben so, eines Tages möchte ich gern auch eine Handpan. Kommen wir später noch zu. Und das ist eigentlich schon ein ganz guter Einstieg, um später zu sagen, okay, habe ich jetzt erste Erfahrung mit und gehe dann später steigt dann später auf was Größeres um. Die 12 Zoll C-Dur Pentatonic Tongue Drum von Fame kommt auch mit einer passenden Tasche und dem paar Schlägeln. Jetzt gehen wir mal weg von Fame. Es gibt auch noch andere Hersteller, die Tongue Drums bauen. Und dazu gehört die Firma Meinl mit ihrer Sonic Energy Kollektion von Tongue Drums. Und da wird es jetzt richtig spannend. Weil diese Tongue Drums, ihr merkt das auch schon, die sind ziemlich schwer. Das liegt einfach daran, dass die aus einem sehr dickwandigen Stahl gemacht sind. Aber das ist nicht umsonst, denn die Meinls klingen eindrucksvoller wird das, wenn ich jetzt hier noch die paar Schlägel dazu nehme, die der Tongue Drum beiliegen. Dann hatte ich schon wirklich ein sehr, sehr, sehr langes Sustain. Und ihr hört wahrscheinlich schon, auch das ist eine Pentatonik. Liedchen kann ich damit nicht spielen. Die ihr gerade gehört habt, ist eine A-Moll-Stimmung, die jetzt aufliegt. Das ist eine G-Dur-Pentatonik. Die klingt so.
kurz mit den Schlägen. Eine Dur-Pentatonik klingt frischer, wie ein frisches Deodorant. Und die Moll-Pentatoniken, die klingen sehr getragen und ruhig und milde. Und auch da solltet ihr überlegen, ob ihr eine Dur- oder eine Moll-Pentatonik nehmt. Es gibt diese Sonic Energies in einer G-Dur-Stimmung und in zwei A-Moll-Stimmungen. Die nennt sich A-Akebono. Auch das ist eine Moll-Stimmung und die klingt so. Schon. Ist eben eine Geschmacksfrage. Was gefällt mir besser? Auf jeden Fall habe ich hier auch schon Tone Drums, die durch eine sehr hochwertige Verarbeitung, ein ziemlich heftiges Gewicht und dadurch aber eben auch über ein großartiges Sustain verfügen. Wir sind wieder zurück. Und zwar bei den Fame Tone Drums. Jetzt wird das Ganze ein bisschen professioneller, ein bisschen aufwendiger und optisch auch ein bisschen anders. Ihr seht, die sehen so ein bisschen aus wie so ein kleines UFO. So. Und diese Tone Drums, die ich euch jetzt zeige, die sind aus Kupfer, nicht aus Stahl. Und die haben dadurch den Vorteil, dass sie wärmer klingen. Kupfer klingt wärmer als Stahl. Stahl klingt crisper, heller von den Frequenzen her. Das Kupfer ist ein bisschen ruhiger. Und die wir jetzt hier haben, das ist eine sogenannte C-Natural-Stimmung. Ist nichts anderes als eine C-Dur-Stimmung in diatonischem Verlauf. Das heißt, hier zeige ich euch wieder eine Tone Drum, mit der ihr auch in einem Ensemble mit anderen Musikern zusammen Lieder spielen könnt, die in C-Dur oder auch in A-Moll sind. A-Moll ist die parallele Tonart zu C-Dur. Also mit dieser Pan kann ich sehr gut in C-Dur oder A-Moll mit Leuten zusammenspielen. Bei der, muss ich ganz offen sagen, muss ich allerdings mich ein bisschen gewöhnen an den Tonverlauf. Es geht auch wieder los bei der 1, das ist unser C. Dann kommt die 2, das D. 3 ist E. 4 ist F, das hohe. 6 ist A, H und C. Das heißt, bei dieser Pan, bei dieser Tone Drum, liegen die Oktaven immer nebeneinander. Das heißt, hier ist das Grund-C und hier ist das Eingestrichene. Hier ist das normale E, hier ist die Oktav. Hier ist das D und die D-Oktav liegt immer direkt daneben. Das heißt auch, eine diatonische Tone Drum ist, lässt sie sich auch sehr schnell einfach meditativ spielen. Durch diesen Oktavverlauf. Ist ein sehr schönes Instrument, was auch schon vorbereitend dienen kann auf eine spätere Handpan-Karriere. Auch diese Tone Drums kommen inklusive ein paar Schläge und einer passenden Tasche und auch nochmal einem extra Blatt mit Zahlen drin, falls euch die mal verloren gehen oder mal eine abgehen, dass ihr auch mit dem Zahlensystem arbeiten könnt. Die zweite Tong Drum aus unserer Kupferserie neben der schwarzen ist hier dieses lilafarbene Teil und wie ihr seht, sind hier keine Zahlen drauf auf dieser Pan. Die werden nicht dazu geliefert, weil die Tonfolge eine sehr meditative ist und von sich selbst heraus sich erklärt und ihr im Prinzip mit Zahlen nicht viel machen könnt auf dieser Pan, weil diese Handpan schon genau die gleiche Tonfolge hat, die später eine große haben kann. Das heißt,
Das ist mit unsere meditativste Tong Drum im Sortiment. Durch den Kupfer, durch die Herstellung aus Kupfer, klingt sie auch sehr warm und sehr weich. Und sie hat eine Besonderheit im Gegensatz zu allen anderen unseren Tong Drums. Denn wie ihr seht, hat sie zwei Zungen, zwei Klangzungen pro Feld. Das liegt einfach daran, dass bei dieser Pan die dazugehörige Oktav zum Grundton eingearbeitet ist. Als Beispiel, das ist der tiefe Basston, das ist das D und das ist das nächsthöhere D. Es liegt also eine Oktav auf dem Feld, ein Oktavsprung, und das gilt für alle diese Felder. Und dadurch klingt diese Pan erstmal sehr, sehr voll, weil quasi immer zwei Töne gleichzeitig gespielt werden. Und sie hat dadurch auch eine ganz andere Schwebung als jede andere Tong Drum, die wir im Sortiment haben. Und sie bietet sich aufgrund der Tonabfolge ideal für Leute, die im Kopf haben, sich später mal eine große, in Anführungszeichen, zuzulegen, eine große Handpan, weil sie hat eine Stimmung, eine D-Moll-Stimmung. Man nennt die auch D-Curd oder D-Curd, K-U-R-D-Stimmung. Das sind die Töne, die auf dieser Tongdrum drauf sind. Und die eignen sich hervorragend für meditative Abläufe jeder Art. Ich selbst habe mit diesem Instrument angefangen, meine Leidenschaft für die Handpans zu entdecken, weil bevor ich eine Handpan hatte, hatte ich die kleine hier und habe alles, was ich hier an kleinen Melodien mir mit der Zeit entwickelt habe, was sich ergeben hat, später auf die große, in Anführungszeichen, übertragen. So, dieser Purple D-Chord Tong Drum, auch die kommt mit einer passenden Tasche, einem paar Schlägel und kann euch auf den ersten Schritten in ein meditatives Klangerlebnis ganz, ganz große Möglichkeiten eröffnen. Und wie so vieles, wie so oft im Leben, gilt auch für dieses kleine Produktvideo die Devise: Das Beste kommt zum Schluss. Hier drin unser neuestes Modell von Fame. Es ist eine Tong Drum mit einem kleinen Aber. Eine Tong Drum, auch mit geschnittenen Klangzungen in einem Kupferkorpus. Aber ihr seht hier in der Mitte schon diesen mächtigen Ton. Das ist eigentlich schon keine reine Tong Drum mehr, sondern das ist wirklich schon eine kleine Handpan zum Mitnehmen. Auch in der vorhin bei der kupferfarbenen, pinkfarbenen beschrieben in einer D-Moll-Kurt-Stimmung. Mit dem gleichen Oktavprinzip, den die vorherige hat. Aber die ist wirklich prädestiniert, um mit den Fingern gespielt zu werden. Kann man natürlich auch mit Schlägeln spielen. Bekommt sie bisschen mehr Attack. Das ist dann nämlich ein unmittelbarer Schritt, die Fame Mini Handpan in einer D-Curd-Stimmung hat genau die gleiche Stimmung wie unsere Fame Handpan Modell 1, die Minor. Das heißt, alles, was ich auf dieser kleinen Handpan mir angeeignet habe, kann ich später 1:1 auf die große übertragen. Nochmal zum Vergleich. Der direkte Vergleich. Thank you.
auf einer D-Minor Handpan. Und bessere Empfehlung für Leute, die im Hinterkopf haben, ich möchte irgendwann so ein Ding spielen, wie ich letztens in der Fußgängerzone gesehen habe, denen sei bitte so eine Tom Drum wärmstens ans Herz gelegt, weil die bereitet euch aufs Handpan-Spiel vortrefflich vor. Es kann sicher sein, dass die einen oder die anderen Fragen zu dem Thema von euch noch haben. Das ist überhaupt kein Problem. Schreibt mir bitte eine E-Mail an, unten eingeblendet, mrhandpan@musicstore. Das kommt direkt auf meinen Schreibtisch. Wenn es irgendwelche Fragen eurerseits gibt oder Wünsche, die hier im Video nicht angesprochen worden sind, bitte an die Adresse richten. Das kann ich besser und direkter beantworten als Sachen, die ihr mir in die Kommentare schreibt. Und wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Like. Und die Leute, die regelmäßig gerne wissen möchten, was macht dieser Mr. Handpan aus dem Music Store. Ich gebe nämlich teilweise auch kleine Tutorials für Handpan und auch für Cajon. Was der so treibt, wenn ihr das wissen möchtet, abonniert den Kanal. Und dann seid ihr stets auf dem Laufenden, was hier in Richtung Pans im weitesten Sinne, Tong Drum, Handpans etc. passiert. Damit wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit und viel entspannte und schöne Momente, hoffentlich demnächst mit einer Tong Drum vom Store.